Sie können sich sicherlich vorstellen, dass mein Wahlabend gestern nicht so schön war. Darüber ist überhaupt nicht zu deuten. Es ist eine herbe Niederlage, die wir da in Brandenburg eingefahren haben, zumal dieses Ergebnis auch selbst von den Demoskopen in dieser Form nicht gemessen war. Besonders schmerzlich ist für uns, dass es trotzdem 60% sagen in Brandenburg, sie sind mit dieser Regierung zufrieden und ich glaube, über 50% mit ihrer persönlichen Situation sehr oder zufrieden sind, dass wir als Linke davon nicht partizipiert haben, sondern dass die Sozialdemokraten die Erfolge sich bei ihnen verortet haben. Das ist ein Riesenproblem, auch was die Mobilisierung anbelangt. Ja, wir haben, wie alle anderen Parteien, verloren. Und zwar auch an die AfD. Aber bei uns sind 103.000 Wählerinnen und Wähler zu Hause geblieben. Das heißt, für sie war möglicherweise das Rot-Rote schon eingepreist. Und wir müssen auch feststellen, dass wir ab dem Sommer, da wurden wir noch gemessen bei 22%, durch die Aussage des Ministerpräsidenten in Brandenburg, er könne sich eine rot-rote Koalition durchaus vorstellen, was ja sonst unüblich ist für die Sozialdemokraten, dass sie vorher so etwas äußern, dass das nicht gerade zur Mobilisierung beigetragen. Das sind Sachverhalte, die werden wir heute und die Schlussfolgerung dazu in den Gremien beraten. Wir werden also heute mit dem Landesvorstand und weiteren Mitgliedern des Verbandes zu diesen Fragen in einer ersten Analyse zusammenkommen. Wir haben eine Einladung zur Sondierung erhalten. Wir haben sowohl rechnerisch eine Mehrheit für Rot-Rot, aber es muss vor allen Dingen eine inhaltliche Mehrheit dann dahinter stehen und vor allen Dingen die Linke muss da drinstehen in diesen Vereinbarungen beziehungsweise natürlich auch in den Ergebnissen von Sondierung. Das ist das, was jetzt steht. Konkret wird der Landesverband heute Abend entscheiden, ob die Einladung zu Sondierungen angenommen wird. Und mehr kann ich Ihnen jetzt, zumindest jetzt offiziell, erst einmal nicht sagen.